Hallo. Oh, was ist das denn? Will ich da wirklich hin? Bin jetzt irgendwie ein bisschen unsicher. Vielleicht, wenn ich Ach es so. mal versuche. Ja, Entschuldigung. Nimmst du sie mit? Gut. Dann komm. Warte, du gehst vor, okay? Heißt das jetzt, wir nehmen das magische Feuer mit? Mit wohin? Und nach unten? Ja. Oh. Warte. Ja, das wollte ich. Was habe ich getan? Oh, ja, gut. Mach. Eigentlich wollte ich aber das machen. Ah! Hau drauf jetzt hier! Hast du die Flamme noch? Ja. Ja, hast du gar nicht. Nimm das mit. Hallo. Hier ist was. Nimm das. Ist hier vielleicht auch noch mal was. Oh Gott. Erschreck mich doch nicht so. Ich hätte gerne Feuerdingens zum Anmachen. Was ist das hier? Hallo? Wieso ist das hier so groß? Mach hier mal Licht an jetzt. Da ist noch Licht. So. Sonst nicht zum Anmachen. Okay, da ist was zum Plündern. Das können wir nehmen. Das ist voll aufregend jetzt hier gerade. Also, ne? Weil es so dunkel ist. Vor allem. Das ist bestimmt heiß. Kannst du mal nicht da reintreten? Hier ist aber sonst nichts an der Wand oder sonst irgendwas, ne? Okay. Hier ist ja noch was. Also ich meinte jetzt nicht zum Anzünden, sondern hier die kannst ja. Mit dieser Flamme irgendwelche Dinge sehen. Oh Gott. Tja, das ist gar nicht so tief. So, warte, wir müssen auf der anderen Seite mal eben gucken. Plündern. Bitte einmal hier plündern. Alles nehmen. So, Srolas, weiter. Wieso ist das hier so dunkel? Geh weg! Das ist ein komischer Teppich. Oh, guck mal. Zwei auf einen Streich und so. Diese Flamme macht wirklich komische Geräusche. Die Aha. Runen reagieren irgendwie auf die Flamme der Fackel. Na sowas. Plan erhalten, Frostrune. Das war's schon. Wir waren nur zwei Leute drin und deswegen haben mich so erschreckt. Ist das dein Ernst? Und ich mache mir hier die ganze Zeit Sorgen, dass hier noch irgendwer ist. Na gut. Kommen wir mal wieder raus. Mal mit Solas vor. Der ist der Einzige, der was sieht. Ihr Volk der Flamme, bitte. Irgendwo hier war der. Da. Sehr dunkel. Ist wirklich sehr dunkel.
Wo kommt ihr denn auf einmal her? Stört euch nicht das Flüstern der Flammen? Mein Gott, ist das hier laut. Nimmst du die Flamme mit? Nee. Okay. Ach, bin ich froh, dass wir raus sind. Dann gehe ich jetzt hier dem Wasser wieder nach und hoffe, dass wir da hinten dann wieder rauskommen. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, kann das sein? Warte mal, ich gehe hier wieder hoch. Ist einfacher, da hoch zu hüpfen. Naja. Na, guck mal, da ist noch was. Das wir bestimmt irgendwann mal gut gebrauchen können. Haben wir hier? Ah, doch, guck mal, noch mehr. Ist ja ein Ding. Ja. Schwupp. Und hier lang. Und dann dahin links. Und dann kommen wir hoffentlich dann. Diese Geräusche hier machen mich fertig, ne? Vor allem, weil ich nicht weiß, wer sie macht. Guten Tag. Wo wollen's denn hin, junger Mann? Junger Widder. So, bis hierhin waren wir. Ich habe nicht zufällig Baumwolle dabei, irgendwer von euch. Wird das hier auch wieder aufgefüllt? Nee. Wo genau ist dieser Widder gerade? Können wir uns mal duschen? So schön sauber wieder. Der ist doch gerade hier hochgerannt, oder nicht? Naja. Ich habe immer noch nicht geguckt nach diesem Mod, mit dem man nicht mehr so blutig ist, ne? Wieso hilft das nicht, wenn wir uns hier drunter stellen? Ich müsste doch hier dann aufhören, voller Blut zu sein. Hä? Was habt ihr denn? Geh jetzt nicht zu diesem Spindelkraut da. Hallo. Das Spindelkraut war übrigens Elfenwurz. Falls jemand fragt. So, guck mal. Guck mal, hier sind wir doch schon ganz in der Nähe. Da irgendwo. Da flüstert sie. So, und hier ist noch irgendwas. Da. Bei einer Leiche gefundene Notiz. Wo war eine Leiche? Ich habe keine gesehen. Bergrit. Bergrit ist ein wunderbarer Name. Ich muss dringend mal leveln langsam, ne? Die Sache wird sich lohnen. Ihr sorgt euch zu viel. Ich habe euch bei der Jagd beobachtet. Ihr und der Bogen passt zusammen wie der Erbauer und Andrastes Busen. Schön, wie du dich ausdrückst. Und nichts auf dieser Welt atmet noch, wenn ihr eure Axt darin versenkt habt. Und glaubt mir, wenn ihr genügend Bärenklauen habt und vergesst nicht, sie müssen groß und stattlich sein, nicht, dass ihr mir welche von einem Jungtier anbringt und dazu entschuldigend lächelt, dann werden wir etwas tun, das uns beide reich macht. Denkt an die Mädchen von Redcliffe, die an eurem Arm hängen werden, Bergrit. Ich dachte übrigens, Bergrit für eine Frau, aber ist okay. Also, nicht, dass die Frau auch Mädchen haben will, die an ihrem Arm hängt. Wer will überhaupt Mädchen haben, die an ihrem Arm hängen? Ist mal ernsthaft. Naja, trotzdem dachte ich, Bergrit wäre ein Frauenname. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das hier in dieser Welt mir fallen Wörter nicht ein, es tut mir leid. Mit Homosexualität, danke. Wer auch immer mir das zugeflüstert hat.
Wie ist denn das hier? Würde, ist das. Doch, wir hatten schon. Wir hatten schon ein homosexuelles Pärchen irgendwo, ne? Stimmt. Also von daher bin ich jetzt immer noch schlauer, ob Bergrit jetzt Mann oder Frau ist. Naja, egal. Es ist ein starker Arm, mein Freund. Mein Freund. Okay, ist ein Mann, alles klar. Stark genug, um drei große Bären zu töten und ihre Klauen zurückzubringen. Wenn ihr das schafft, wird dieser Arm sich nachts um eine schlanke Dame legen können. Hallo, und wenn ihr eine dicke will? Pff, viel Glück. Und kommt nicht ohne die Klauen zurück, Jaska. Oder, wenn er gar keine Dame will, sondern einen Herrn. Tch, weißt du doch gar nicht. Jaska, der ist mir voll unsympathisch. Nicht nur deswegen, wegen Sachen, die ich assumed habe, sondern auch einfach, weil er unsympathisch ist. Auch ohne das. Ich habe ihn nur noch unsympathischer gemacht in meinem Kopf. Wo ist denn jetzt die Leiche jetzt mal? Die Urne, da ist die Leiche? Ist die im Feuer? Ich sehe keine Leiche, keine Ahnung. So, es ist hier sehr schön. Wie komme ich denn jetzt wieder runter? Ohne mich zu töten. Wo will ich überhaupt hin? Wehe, einer schubst mich. Dann gibt es aber Ärger. So, hier waren wir jetzt, ne? Dann wollen wir jetzt hier runter. Richtig? Nein, da wollen wir nicht mehr hin. Wir wollen hier runter? Ja, ne? Wie wäre es, wenn wir das nicht tun, sondern einfach hierhin schnell reisen. Das ist doch eine gute Idee. Ja. Achso, und dann. Meine Herren, ging es schnell. Das ist ja, da habe ich ja kaum geblinzelt. Da war ich ja schon da. Weißt du was? Ich level mal eben jetzt hier mit euch zusammen. Obwohl, ich habe auch Rüstung gefunden. Okay, ich level und rüste alleine. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Gab nichts Spannendes zum Ausrüsten. Tränke brauchen wir nicht. Oh, aber sind hier Solas und so verletzt, ne? Also rasten wir mal kurz. So. Genau, es gab nichts zum ne? Der Ausrüsten. So, ich habe gelevelt und jetzt gehen wir weiter Richtung Süden, um dahin zu kommen. So. Warte mal, welches ist denn jetzt näher? Dieses, okay. Da die Magier hin. Und Templer haben sich einen schlechten Ort ausgesucht, um ihre Differenzen zu klären. Welcher Ort wäre denn deiner Meinung nach besser? Ich finde, die sollten einfach ihre Differenzen anders klären. Was hältst du denn davon? La 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 la. Wir gehen wandern, 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 wandern. Was eigentlich mit den Wölfen, die hier waren? Galten die eigentlich mit zum Problem? Oder waren die egal? Ist hier was? Ja, da ist Embryum. Ja. Was ist hier? Wir werden dort vorne auf Verteidigungsstellen stoßen. Seid darauf vorbereitet. Nö, ich gehe einfach in die andere Richtung. Ich habe andere Sachen zu tun gerade. Wir kämpfen gleich. Also, einen anderen Tag halt, du weißt schon. Jetzt gehen wir erstmal Türme bauen. Also, eigentlich stecken wir nur was in den Boden, wo andere dann wohl hoffentlich Türme bauen. So. Ein Stück. Ach komm. So. Und dann. Gehen wir mal über diese Brücke. Die funktioniert noch sehr gut, finde ich.
Hi! Ihr hier ist ja ein Ding. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Entschuldigung, ich habe meine Maus gesucht. Ja, das wird. Das wird. Das ist. Jetzt sind wir hier. Schimmernde Baumwolle. Ich brauche Baumwollsamt. Kann das nicht mal jemand haben? Wäre lustig gewesen, wenn der das jetzt gehabt hätte, aber hat er nicht. So, wir müssen aber irgendwo hoch. Wo? Hier? Da? Ich weiß nicht. Müssen wir überhaupt hier lang? Müssen wir in den Wald? Achso, wir müssen. Ja, okay, gut. Müssen wir jetzt wieder mit 3 Milliarden Leuten kämpfen, bevor wir da sind? Nur weil wir hier durchgehen? Das könnte passieren. Die sind nicht mehr da. Na, vielleicht doch nicht. Na gut. Lalalala, wir gehen spazieren. Das ist so schön hier. Gehen wir da lang? Nein? Ja? Ich weiß nicht. Hier lang? Hallo? Wie geht's denn so? Ups. Ich wusste nicht, dass du einfach so explodieren würdest. Noch mehr? Gerade nicht. Ich muss hier oben etwas in den Boden hauen. So. Wo ist mein Schild? Mein Schild ist nicht da. Naja, mal kein Schild aufgestellt. Ich weiß nicht warum. Naja, da. Da ist schon. Hier ist wieder haufenweise Spindelkraut. Müsste nicht hier in der Nähe der Biesen sein. Da ist der Biesen. Naja, Nähe. Hier so hoch und dann links, ne? Würde ich sagen. Und, wo lang? Hier oder da? Hier, ne? Das nehmen wir noch mit. Das liegt genau vor den Füßen. Das ist auf jeden Fall da, wo die Wölfe waren. Also die ersten Wölfe, die wir so gesehen haben hier. Na, hier lang, ne? Und dann da irgendwie. Da! Da war's, ne? Ich glaube, hier war's. Ja. Die neue Wölfe. Was ist das denn? Och, nö. Jetzt tauchen die hier auf. Ich dachte, wir hätten hier nicht so Spinnen und so. Dann hat die noch nicht mal was dabei. Was ja, das, also. Hallo. Hallo, Biesend. Und jetzt kommt er jetzt mit? Muss ich mit ihm reden? Was muss ich mit ihm machen? Komm mit. Oder muss ich jetzt einfach nur zu dem anderen Ort gehen und dann ist er da? Hm? Hallo? So. Problem mit Wölfen. Los, geh! Hopp! Okay, wir gehen einfach los. Der wird schon mitkommen. Ha! Er kommt mit. Sehr gut. So, das haben wir jetzt auch. Was ist überhaupt hier lang? Ja, kann man machen. Kann man machen.
Oder? Kommen wir hier runter? Ja, das geht. Ich hoffe, der kommt auch wirklich mit. Was, wer, warum? Oh, hallo. Na? Hä? Rennt er mich einfach über den Haufen, weißt du? Weiß nicht, ob der Biesend jetzt noch da ist. Ich hoffe es einfach. So, da können wir lang. Komm mit, Biesend. Hier kannst du was trinken kurz. Bitte komm mit. Oder muss ich in seiner Nähe bleiben? Warte mal. Darf ich nicht zu weit weg von ihm? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hä? Wieso war da schon wieder so ein roter Punkt? Biesend! Wie heißt denn der? Bert! Biesend, Bert! Bert, Biesend! Sichere Reisen, Sir. Bert, Biesend? Hallo? Meint ihr, er wird immer da sein, wo er hingehört? Wenn wir da ankommen? Wir haben hier einige Vorräte. Ja, für mich? Ich komme aber nicht dran. Biesend, Bert! Komm sofort darunter! Jetzt mal ernsthaft, ne? Warte. Nimm mal den Speicherstand. Und dann laden wir mal. Darf ich den laden? Ah, den? Ich lad mal den und guck mal, wo wir dann sind. Vielleicht stehen wir da gerade vor dem Biesend. Haha, nee, sicher nicht. Dann halt den. Wo sind wir jetzt? Ich gehe jetzt einfach, also... Ich gehe jetzt einfach. Ich hoffe, der backt sich da dann irgendwann los und ist da. Ich wollte jetzt nicht nochmal über die Karte rennen. Ja, das verdient, das sind die Biesentiere. Einfach festbackst. Wieso speichert er denn auch da? Ach Mann. Kannst du bitte weitergehen? Was war das? Bin gerade schon ein bisschen stinkig, muss sagen, ne?
So. Könnt ihr mal einen Kumpel holen gehen? Ach Mann, ey. Na gut. Ich denke, ich werde dann wohl den anderen Speicherstand umladen. Na. Ja.